Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza vom SK und vom FC FIFA Team und wir sind heute hier am Start bei der allerersten FC Köln FIFA 21 Challenge und wir, das sind nicht nur ich in dem Fall, sondern ich habe hier zwei Gäste mitgebracht, die heute mit mir gemeinsam einige Sachen machen werden, FIFA spielen und ein paar andere interessante Sachen und zwar sind das niemand Geringeres als, wir gehen einmal rüber, Raphael Zichos und Ismail Jakobs, herzlich willkommen ihr zwei. Na, schau mal einer an, wie geht's euch? Gut, gut. Und dir? Alles gut? Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich fühle mich auch gut und ich habe auch gehört, ihr habt vorher gerade ein Aufwärmspiel gemacht. Also ich sehe, ihr seid komplett in der Vorbereitung, um jetzt auch gegen mich hier anzutreten. Wer hat denn das Aufwärmspiel eigentlich gewonnen? Reden wir nicht drüber. Naja. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen, ja. Ich hab schon gemerkt hier, ne, sind alle beide ready, beide auch FIFA-Zocker. Ich meine, wer von euch spielt öfter FIFA? Ich meine, Rafa spielt sehr viel FIFA, das weiß ich, oder? Wer ist jetzt der fleißigere Zocker? Wie ist es bei dir, Iso? Also ich spiele gelegentlich Ultimate Team. Ja. Ich investiere mehr Geld rein als Zeit. Okay. Aber ja, wenn die Zeit da ist, dann spiele ich schon gelegentlich Ultimate Team, ja. Spielst du auch Foot Champions, Weekend League oder einfach so Division Rivals oder was für Modi? Division Rivals und mein großer Bruder spielt dann meistens die Weekend League, wenn ich unterwegs bin. Hast du auch so eine eigene Special Card? Nee, die hatte ich letztes Jahr, aber dieses Jahr habe ich die gar nicht beantragt, weil ich habe das Gefühl, die Leute sind übermotiviert, wenn die gegen so eine Pro-Player-Card spielen, darauf habe ich keine Lust. Das ist ein guter Gedanke, muss ich wirklich sagen. Also ist auch tatsächlich so. Sobald sie so eine 99er Pro-Player-Karte sehen, dann wissen sie, okay, das ist ein echter Fußballer. Und dann schwitzen sie noch mehr rein. Ne? Ich kann aus Erfahrung sprechen. Da will man lieber irgendwie auf entspannt das Ganze machen und nicht des Todes schwitzen. Und Rafa spielt ja meistens immer den 85er bzw. den 90er-Modus. Ne? Virtuelle Bundesliga auch so. Das ist ja jetzt aufgestockt worden, für diejenigen, die es nicht wissen. Früher war es der 85er-Modus, jetzt gibt es den 99er-Modus, der auch ein bisschen mehr Kompetitivität reinbringen soll. Ne? Die Spieler sind dynamischer, das Spiel soll an sich dynamischer werden. Und den Modus werden wir heute gemeinsam testen nachher. Oder? Wir werden beide ein Game machen, also ich werde gegen euch beide je ein Einzelspiel machen. Aber bevor wir das machen, gibt es ja noch was anderes, oder? Was habt ihr eigentlich heute mitgebracht? Also ich kann ja mal anfangen. Ich habe nämlich ein Paket bekommen. Das soll gleich auch der ISO bekommen, aber wir können ja mal kurz drüber reden, weil ich hier die originale FIFA-Card von Ismail Jakobs habe. Einmal für alle da draußen. So sieht sie aus. Ja, okay. Da sieht man auch direkt die Werte. Geh mal ein bisschen näher zur Kamera. So, okay. Jetzt wird es ein bisschen schärfer. So, 69er, stabil. Das ist doch mal eine stabile... Ja, warte mal. Ja, jetzt wird schärfer, okay? Was sehen wir hier? Hast du hier schon die Karte angesehen? Iso, was sagst du denn zu deiner Karte, bevor wir hier näher drauf eingehen? Bevor das Spiel rausgekommen ist, also ich habe sie ja schon gesehen. Ja. Bevor das Spiel rausgekommen ist, habe ich schon gehofft, dass ich mindestens eine 70er-Karte bekomme. Ja. Dass die 6 noch an erster Stelle steht, ist ein bisschen enttäuschend. Grundsätzlich... mit dem Pace kann man zufrieden sein, finde ich. Mhm. Ich finde zwar, dass ich noch mehr verdient habe, aber grundsätzlich bin ich zufrieden damit. ja, und der Rest ist ja nicht gut. Also Schuss ist ein Skandal. Ich bin Offensivspieler. Pass ist Skandal. Dribbling ist... Also für alle, die es jetzt gar nicht gesehen haben, Schuss 54. Zeig nochmal in die Kamera, während du das, also was haben wir, 86, Dribbling 71, Schuss 54, okay, das ist hart. Na, für einen Flügelspieler, Schuss 54, das ist schon sehr, sehr hart. Defense, okay, das ist jetzt, Flügelspieler sind meistens ja vorne unterwegs, 60 Defense geht aber eigentlich, gibt ja Leute, die haben 40 oder sowas. 57 Passen, 67 Physis, 71 ich Dribbling. Ich würde dazu sagen, 60 Defense, weil ich ja auch Linksverteidiger bin. Ja. Ja, das ist ja ein Vorteil auch wieder. Das sind so Karten, weißt du, das ist so, es gibt ja so ähnlich wie Gareth Bale, ne? Gareth Bale hat ja auch so eine Karte, die auch von Linksverteidiger auf Flügel, ne? Und da bist du jetzt das ist so die Richtung, oder? Lässt sich auch gut vergleichen, ne? Nur andere Seite. Ja. Danke.
Genau, sehr Also ich schön. glaube, ich kann allgemein sagen, dass die Karte schon sehr, sehr gut geworden ist, oder? Also dafür, was der sonst abliefert, ist die Karte schon sehr, sehr gut. Also das Ding ist, man muss halt sagen, bei FIFA kommt es immer auf Tempo an auch, ne? Und wenn du als Richtig. Flügelspieler viel Tempo hast, dann kannst du immer was mit der Karte anfangen. Von Ja, daher dann haben wir das auch. den allerwichtigsten Wert, den hast du schon mal sehr gut, muss man schon sagen. Ja. Wie sieht dein Also, Tempo eigentlich aus, Rafa? ja, wenn wir jetzt mal dabei sind, ich glaube, Lisa hat noch was für mich. Das ist bodenlos. Also wirklich, ich sehe das jetzt schon. Jetzt bin ich gespannt. Ich kenne die Karte übrigens selber noch nicht, also ich wollte mich auch überraschen lassen. Okay. Dann lass ich mal überraschen. Ja. Ich zeige dir mal die Stats ohne Tempo, okay? Erstmal. 72, aber was haben wir hier? 63 bei Dribbling, 73 Defense, ist das 75 Physis? Ja, ne? Ja, Man ja. ist ein bisschen verschwommen, aber man kann es noch recht gut erkennen. Okay, Schuss 48, Passspiel 59. Und was denkst du, Pace Mörser? Okay, lass mich mal überlegen. Also ich sage mal, unter 60 Pace wird es natürlich schwierig langsam, ne? Also Rafa ist eigentlich ja schon einer, der recht gut unterwegs ist, so in echt, ne? Deswegen würde ich mal so sagen, ja, 62 Pace vielleicht, so, 63. Ja, ganz, ganz gut eigentlich. Wie viel haben wir? Ist das ein Fünfer? Das ist ein Fünfer. 52 Pace oder was? 53 Pace. Okay, 52 Pace ist ein bisschen hart, sage ich mal. Was sagst du eigentlich dazu, Rafa, falls du das gesehen hast? Also erstmal muss ich sagen, 72 sage ich, okay, völlig in Ordnung. Also über Tempo brauchen wir gar nicht reden. Ich weiß nicht, was sie da gesehen haben, aber okay. Aber das Schlimmste für mich ist einfach passen mit 59. Also das ist ja, kannst ja gar nicht brauchen, oder? Ja. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht passen. Das Einzige, was ich kann, ist irgendwie den Körper reinwerfen. 90er, wie viele Partien 90er-Modus habt ihr schon gespielt? Das war mein erstes heute. Das war deine allererste Partie, okay, von Rafa auch. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch noch gar nicht den 90er-Modus gespielt. Ich finde es dementsprechend auch sehr spannend, jetzt gleich zu sehen, wie sich das alles ja, spielen lassen wird. Ich werde auf jeden Fall alles geben, Leute. Ihr wisst Bescheid, ich gebe immer alles, ne? Das Ja, ist, natürlich. of course, das ist das Mindeste. Machen wir gelb und rot. Machen wir so. Okay. Wie findest du die Game? Ich mag sie. Aber ich muss sagen, ich finde die roten halt auch schon sehr geil. Haben drin. So, los geht's. Also, gutes Spiel, Rafa. Ja, danke. Macht das stark. Oh mein Oh! Gott. Ismail Jakobs. Und wieder kein Tor von Ismail Jakobs. Was eine Karte, was er da gemacht hat, ey. Den Dragback, den kannst du so auch, ne? Alter, hat sicher was, was ist der Wahnsinn, hast du trainiert? Aber jetzt ist Raum da. Er ist drin. Yes, da ist das 1 zu 0. Modest. Schick mal das Klumpi raus Richtung Rafa, bitteschön. Nee, 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 Hallo, kein hallo. Foul. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wolltest du den Übersteiger nach hinten so machen? Hast du einfach irgendwas geflickt? Auf einmal macht er so einen schönen Übersteiger. So. Ich stell mal um, ich bin einfach jetzt gerade neugierig, weil das eigentlich nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, obwohl ich führe. Du kommst noch zu gut nach vorne. Weil in so einem Spiel den Bayern. Ah! Was war das denn? War Wow. das ein Eckballtor? Avocado. Du. Macht er mir einfach ein Eckballtor, ey. Da willst du. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht, ey. Mann. Ja? Eieiei. Ja, war ein knappes Ding. Wir machen einfach auf Ja, oder? Ja. Ja. Nee, war ein wirklich ein knappes Ding. Also ich glaube, dass ich erst am Ende. Ich glaube, hier ist eher Standard besser bei diesem Modus. Also lieber das Kompakte und dann über die schnellen Spieler gehen, als irgendwie zu versuchen, die Außenverteidiger noch mitzunehmen und so weiter. Das ist das, was ich halt aus dem ersten Spiel hier rausnehme. Weil ich habe dir viel zu viel Raum gelassen am Flügel. Dadurch, dass ich die Außenverteidiger mitgeschickt habe. Ich wollte halt diesen, ne, Überzahlspiel, Fußball da spielen und dann wurde ich halt öfter mal ausgekontert. Also, am Ende war es auf jeden Fall deutlich schwieriger. Ja, wir werden es gleich sehen. Ich werde jetzt von Anfang an 4-4-1-1 spielen gegen deinen Kollegen hier. Da schauen wir mal. So, dann gutes Spiel. Spiel. Faires Spiel vor allem, ne? Auf jeden Fall.
Oh, ja, na klar. Stopp, 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 stopp. Muss stopp machen, ernst. Ah ja, ich weiß es. Ich Ich muss weiß noch schon. was einstellen. Ja. Der geht hier rum, Das ey, das ist hätte aber gepasst, so, ne? Faires Spiel vor allem. Und bam, grätscht er mir hier von hinten rein. Ich denke, ey, das ist ein ganz anderes Kaliber hier. Defense first, okay, das ist jetzt schon mal sehr gefährlich. Ja, das ist und da alles gut. klingelt direkt. Ey, aber warum stehe ich so instabil hinten? Ja, da war ein bisschen Raum. Da hast du dein eigener Charakter links außen, das da richtig rasiert gerade. Oh mein Gott, das ist schon wieder so ein Eckball. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sag mal, hast du ihm das beigebracht, deine Eckball-Variante da? Gibt's ja wohl nicht. Oh, Tolu, das reicht. Ich bin hier nur am Eckbälle kassieren, Junge. Jetzt. Oh, nein. Oh, jetzt. Nee, außen, du machst das Ding. Ja! Du machst das Ding gegen dich selbst. Einmal. Aber dein Linker, der hat gesessen. Der hat gesessen. In echt würde ich das auch gerne mal so begrüßen. Bam! Ja, Hector kann's. Hector kann's. Hector! Also musst du dazu sagen, dass die Einstellung von Phänomenon, ne? Die Einstellung, die er gerade spielt. Hast du die gespielt? Nee, ne? Ach doch, genau die gleiche. Ja. Ah. Oh mein Gott, ey. Aber mittlerweile war das schon irgendwo klar auch, dass ich es nochmal über Außen versuche, oder? Ja. Nochmal nach 1 und dann ist jetzt passt. Ein bisschen das Tempo anziehen. Manchmal tut das gut so, wenn man langsam spielt und dann ziehst du ein bisschen das Tempo an, machst zwei, drei schnelle Pässe und dann einmal den Exit-Move und. Mal Sicher, es kann man, sicher, es kann man. Oh, das war. Ey, nein! Nein! Was macht. Ey, Rafa! Rafa, das kann es ja nicht sein! Rafa! Und dann trifft er noch hier die Blinze. Ah, da will ich mich auf dich verlassen, Mann. Ne? Eieiei. Also das ist so schlecht von dir jetzt, wirklich. Also es war auf jeden Fall immer, wenn du vorne warst, war es halt brandgefährlich. Ja, das ist meine Stärke. Ja, merke ich. Ich habe es auch Hier ist ein gesehen. Komma-Jan. Kurzes Fazit von mir zum 90er-Modus. Auf jeden Fall eine Aufwertung zum letzten Jahr. Das hat man schon gemerkt. Es ist deutlich dynamischer. Die Skill-Moves funktionieren besser. Man hat auch das Gefühl, dass grundsätzlich auch die Offensivaktionen besser funktionieren. Defensive muss man ein bisschen aufpassen. Das Ding ist halt, dass alle super schnell sind. Und gerade jetzt mit 90er Bewertung sind die nochmal schneller. Das ist halt eben das, ne? Deswegen musst du halt schauen, dass du da ja nicht zu offensiv bist. Ich glaube eher, dass das dann, wenn es dann irgendwann so VBL ist, eher so ein Defensiv gegen Defensivgeschwitze werden wird. Ahn ich so ein bisschen, dass das durchaus sein kann, ne? Genau. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Mirza, ich habe zum Abschluss noch was für dich. Ach, Du hast dich ja tatsächlich. mehr oder weniger vor der Aufzeichnung schon beschwert. Das ist dein Trikot, Ach, hör auf! was wir für dich vorbereitet haben und dir natürlich zuschicken werden. Oder am besten, du holst es selber ab, dann können wir hier nochmal eine Runde zocken. Ja. Ach, Das ist jetzt geil! meine Kleinigkeit für dich. Ach, geil, das freut mich ja sehr. Ne? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, danke Und schön. der legt auch noch ein Originaltrikot von sich oben drauf. Ich glaube, das passt da ganz gut. Ja, gerne, nehme ich gerne an. Super, das freut mich. Dankeschön. Ja, ich hoffe, die Leute konnten auch einiges mitnehmen. Ich glaube, ein paar Tipps haben wir auch einfließen lassen in das Ja. Game. An sich, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in aller Frische beim nächsten Video. Das waren euer Mirza, Rafa, Iso. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.